Die Bundesrepublik Deutschland ist eine parlamentarische Demokratie. Die spannende Frage ist aber, was bedeutet das eigentlich? Ein ganz wichtiger Grundsatz unseres Landes besteht darin, dass alle Gewalt vom Volke ausgehen soll. Also von den Menschen, die in Deutschland leben. Das Problem, was wir jetzt aber haben, ist, dass es quasi unmöglich ist, dass wirklich alle Menschen für jede politische Sachfrage zu einer Versammlung zusammenkommen. Und deswegen werden politische Vertreter, die sogenannten Abgeordneten, gewählt. Diese Wahlen finden alle 4 Jahre statt. Zum Deutschen Bundestag beispielsweise. Aus dieser Wahl geht dann das Parlament hervor, das sich dann wiederum in verschiedene Fraktionen aufteilt. Ich persönlich selber bin Mitglied der Fraktion der Freien Demokraten. Wenn man von einer richtigen Demokratie spricht, gibt es eigentlich nur 3 Varianten. Zum einen die parlamentarische Demokratie, wie wir sie in Deutschland kennen. Zum zweiten das präsidialdemokratische System, wie in den Vereinigten Staaten von Amerika. Oder eine Mischform aus beiden Varianten, wie es bei unserem Nachbarland Frankreich der Fall ist. Was auch noch ganz, ganz wichtig ist, dass das Vorhandensein eines Parlaments nicht gleich Demokratie bedeutet. Ich denke da beispielsweise an die Länder Weißrussland oder auch früher an die ehemalige DDR. Beide Staaten hatten oder haben ein Parlament, aber dieses Parlament hat eigentlich gar nicht wirklich was zu entscheiden. Also können sie auch die Interessen des Volkes gar nicht wirklich vertreten. Damit das auch in Deutschland nicht passiert, gibt es den Grundsatz der Gewaltenteilung. Was die Gewaltenteilung aber wiederum bedeutet, das würde ich euch ein andermal erklären.